Machen den wieder da oben hin. Sollte nicht allzu schwer sein. Da einmal so und da drüben irgendwie auf der Plattform landen. Und hoffen, dass alles gut geht. Dass die nicht zusammenbricht. Okay. Gehen wir wieder runter. Tap, 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 tap. Und hoffen wir, dass alles gut geht. Wo auch immer das letzte Experiment ist, ich werde es wieder nicht finden. Na gut. Und jump. Yippie! Wow. Ich hab's überlebt. Juhu! Okay, wir müssen jetzt irgendwie da hin. Und wir sind bei der Pumpstation Alpha. Wir sind der blauen Linie gefolgt. Ja. Und hier in der Pumpstation Alpha. Geh mal zu der Tür. Ja, danke. Hier in der Pumpstation Alpha. Könnten wir zwar jetzt vorbei, aber. Das hilft uns nichts, wenn wir kein Gel bekommen. Know your allergens. Deine Allergien. Pollen. Ja. Tierhaare. Keine Ahnung. Pollen. Nee, das hatten wir ja schon hier. Antimatter. Staub. Keine Ahnung. Und Plastik. Die Maschinen hier sehen recht altertümlich aus, aber sie scheinen zu funktionieren. Und zwar ganz gut. Man hört, die Pumpe läuft. Die Tür ist aufgegangen. Und wir könnten jetzt nach oben gehen. Aber wir sehen jetzt mal kurz nach unten um. Vielleicht gibt es da ja noch irgendwas. Da sehen wir noch unser Portal durchscheinen. Aha. Okay. Vielleicht, aber nur vielleicht. Gehen wir doch mal da durch. Ein Aschenbecher. Und es hat sich irgendwas getan. Das habe ich das letzte Mal nicht ausprobiert. Neustart. Ja, wie es scheint, hat das nichts gebracht, denn ich bin da durchgegangen und habe so wieder gar nichts entdeckt. Deswegen gehen wir hier weiter und Türe rein. Was ist mit dieser Türe? Natürlich auch nicht. Also was machen wir? Wir müssen da hoch irgendwie. Dümmsten kommen wir da hoch, indem wir da ein Portal setzen. Gut. Schauen wir mal, wo wir da hinkommen. Da ist auch wieder eine Tür, aber da kommen wir natürlich auch nicht raus. Okay. Ah ja, die Musik kommt. Wir haben einen Abschnitt geschafft. Da kommen wir natürlich nicht hoch. Ist ja sowas von klar. Na gut, dann eben anders. Es heißt, Wissenschaftler sind wie Zwerge auf den Schultern von Riesen. Nicht so bei Evertshire. Wir brauchen niemanden, der uns das Händchen hält. Okay, Cave.
wenn du das sagst. So, und hier geht's weiter nach einem Schnitt, denn ich habe mal wieder viel zu viel Zeit verschleudert und das wollte ich jetzt nachholen. Na gut, dann springen wir mal darüber. Und ohne die Zeit zu verschwenden, gehen wir direkt in den Aufzug. Ich denke mal, falls ich das noch finde mit dem verschollenen Level, werde ich das vermutlich nachliefern oder so. Und hier. Okay, fangen wir an. Beim ersten Test spielt das sogenannte Rückstoßgel eine große Rolle. Du gehörst übrigens nicht zur Kontrollgruppe. Du kriegst das Gel. Dem letzten Abenteufel haben sie nur blaue Farbe gegeben. Ja, der hat sich jeden einzelnen Knochen gebrochen. Tragisch, aber aufschlussreich, sagen die im Labor. Wow, na, da bin ich schon froh, dass ich das Gel bekomme. Also, ja. Wir könnten jetzt natürlich etwas abkürzen, zum Beispiel Portal hin oder sonst da liegt ein Kubus. Da liegt ein Kubus. Wieso liegt da ein Kubus? Da müsste man irgendwie hinkommen. Wäre interessant. Okay, ich bin schon wieder dabei, Zeit zu verschwenden. Okay, wir sind hier. Da ganz unten. So, und weil das eine Karte ist, also das hier ist der, ja, sagen wir mal, der Testkreis 1 für uns hier. Riesengroße Kugel, in der wir diese Testkammern haben. Und davon gibt es noch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Testkammern bis ganz nach oben. Das da oben scheint die Erdoberfläche zu sein. Und sie haben aber noch sehr viel mehr Tiefgeschosse. Also 9, 8, 7, 6, 5, 4. Irgendwie fehlt da noch ein 3, 2, 1. Auf jeden Fall, wir sind da unten und wir wollen noch ganz nach oben. Da müssen wir uns wohl durchschlagen. Wir haben das Gel eingeschaltet, also bekommen wir es. T-Dukt 18 Zoll. Sagt mir jetzt nichts. Aber das sind gewöhnliche Lüftungsschächte. Gewöhnliche Lüftungsschächte. Erinnerung. Diese Tests sind nicht machbar ohne ein Aperture Science Portal Gun. Da steht eigentlich Portable Quantum Tunneling Service, Tunneling Device. Also ohne Portal Gun. Und das hat noch ein bisschen größer ausgesehen damals als unsere nette kleine Handgun. Falls Sie keine haben, sollten Sie sich bei der Materialausgabe des Enrichment Centers eine Portalgun holen, bevor Sie diesen Test machen. Und da steht nächste Testkammer dieser Weg. Ja, da werden wir auch hingehen. Im Laufe der Zeit. Leider haben wir hier unten keine Fläche, wo wir paddeln könnten zum Abkürzen. Da müssen wir da reingehen. So. Das ist die Aperture Science Fact Card Karte. Also die, ja, Fakten werden hier uns aufgetischt und das im wahrsten Sinne des Wortes, denn dieses Repulsionsgel, dieses blaue, das da unten schon hingekleistert wurde, wurde eigentlich erfunden als Diätpudding.
Es ist wahr, dieses Gel ist ein süßer, leichter, nicht toxische, eine leichte nicht toxische Form von Fiberglas. Insulation, Z-Kost-Sepsel, bla bla bla, viel wissenschaftliches Zeug. Aber wichtig, das sollte eigentlich andere Nahrungsmittel abstoßen. Und naja, wurde halt eben als Pudding erfunden. Man sieht schon, wir sollen da drauf springen. Das machen wir auch. Boing. Gleich nochmal. Boing. Gut. Und hier habe ich zu viel Zeit verschwendet, indem ich da rausgeguckt habe und da rausgeguckt habe. Aber das bringt so gar nichts. So, wir knallen mal da oben ein Portal hin und knallen hier eins hin und setzen uns auf den Schalter, der uns diese schöne klassische Tür öffnet. So richtig mit Gegengewichten und so. Gut, aber da ist auch ein Schalter für diesen Kubus. Und den holen wir uns jetzt. Boing. Wow. Aber, ich weiß jetzt nicht, wo der... Da ist er hingefallen. Wenn wir... Also... Upper to Science typisch, wenn wir auf den Knopf drücken, es verschwindet der alte Kubus. Gut, aber der sieht so richtig nostalgisch aus, so richtig mit Lederbezug und so in Holz. Uhu. Cool. Absetzen. Oh, bitteschön. Richtig absetzen. Schalter sehen auch so richtig klassisch aus, in Holz und noch so mit so. Metallecken, verschraubt und so. Cool. Und. Die Jungs im Labor meinen, ich sollte die Kontrollgruppe nicht erwähnen. Sie meinen, ich sollte diese Nachrichten nicht mehr aufnehmen. Das hat mich auf die Idee gebracht, noch mehr davon aufzunehmen. Ich bin hier der Boss und ich kann so viel über Kontrollgruppen reden, wie ich will. Aber hallo. Wenn das der Chef schon nicht mehr darf, wer dran? So, wie kommen wir eventuell da hoch? Da war doch dieser Kubus, der da ganz alleine rumliegt. Irgendwie müssen wir da hochkommen. Ich glaube, das ist die verdeckte Kammer. Aber ich weiß es nicht. Aber es sieht so fast so aus. Entweder das ist das vermisste Experiment oder es ist es nicht. Oh, ich glaube, das ist es nicht. Das ist ein anderes Experiment. Wir kommen da auf jeden Fall hoch. Na gut. Aber wir haben gerade schon eine Wand gesehen. Und hier haben wir auch eine Wand. Da haben wir auch eine Wand. Trotzdem umsehen. Ja. Da ist auf jeden Fall irgendwie so gar nichts mehr. Na gut, gehen wir da durch. Und hoffen wir, dass wir nicht falsch fallen. Ich habe doch da gerade gesehen, dass wir hier hintergehen könnten. Huch, was sind wir denn hier?